Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Darks Ironisches Kochstudio. Ja, das wird mal wieder Zeit für eine Folge und ja, wie soll ich sagen? Heute gibt es mal was ganz Neues und zwar Steaks mit Spiegelei und Tzatziki als Nachtisch. Zwei Mandarinen, ja, das habe ich mir vom Munde abgespart, deswegen machen wir dann mal die vier Steaks, die hier drin sind. Zwei Eier müssen erstmal reichen für den Anfang und ein halbes Kilo Tzatziki auch. So, ich bereite jetzt mal die Pfanne vor, no, damit die Butter schön hier so flüssig wird. No. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das Zeug dort, also zumindest die Steaks in der Pfanne sind, als Zwischenschritt quasi, no, Leute. Ja, wie ihr sehen könnt, sind die von Munde abgesparten Steaks von Aldi in der Pfanne, die habe ich schon gewendet. Ja, in der Zwischenzeit habe ich ein bisschen öfter gewaschen. Ne? Man muss ja die Zeit sinnvoll nutzen und nicht immer nur auf den Pumpziegel gucken. Genau, die habe ich auch schon gekocht. Und ja, wenn die Steaks fertig sind und die Spiegeleier dran sind, ja, dann ja, gibt da wieder was zu sehen. So, da sind die Spiegeleier in der Pfanne und zwar mit ja, was. Fett, sage ich jetzt mal, was vom Fleisch ist, weil es kriegt ein bisschen Würze. Ich will probieren, wie das schmeckt. Genau, die werden jetzt noch ein bisschen hier sozusagen braten und dann sehen wir uns dann als nächsten und letzten Schritt dann wieder, wenn das Zeug auf dem Teller ist und dann kosten wir mal, wie das Zeug schmeckt. Ja, Leute, da ist es fertig, das Essen, sage ich euch. Ne? Ja, das Spiegelei ist leider ein bisschen zerfallen, wie ihr seht, weil ja, hätte doch nochmal mit Fett nacharbeiten müssen. Im Endeffekt, ja, wir kosten mal. Ja, ich habe erst mal vom Mund abgespart, deswegen muss ich das Dunkle auch mitessen. Na, ihr wisst ja, wie es ist. Deswegen. Ja, schmeckt gar nicht mal so übel. Ein bisschen fetch, aber. Dann können wir mal noch Brot dazu nehmen. Moment, wo ist mein Brot? Wir nehmen mal das, das geht am schnellsten jetzt. Weil schwarzes Brot wäre in dem Sinne besser. Aber wir nehmen eine Scheibe das dazu, die machen wir klein. Ich sehe, ein bisschen Salz haben wir da so. So. Schmeckt gleich noch einen Kanten besser im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Also, was natürlich jetzt nicht fehlen darf, ne? Der Tzatziki. Dann nehmen wir mal einen großen Löffel davon. So. So. Zwei Löffel. Das probieren wir jetzt mal als Fleisch. Durch ist. Das ist ein bisschen ein kleiner Teller für Steaks, aber Leute, da müssen wir durchessen, wenn wir frisch werden wollen. Ne? Wie gesagt, ja, einfach nur genial. Da habe ich mal wieder was Neues kreiert und mir kredenzt. Genau. Ja, ich werde das jetzt verknusen und dann erst danach noch die zwei Mandarinen und dann soll es das hier gewesen sein. Dann danke, dass ihr euch den Blödsinn angeguckt habt. Ja, danke an alle Abonnenten. Danke fürs Zuschauen noch einmal normal. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.